Freunde, dieses Video wird unterstützt durch Discord, denn auf meinem Discord sind ja schon fast 12.000 Leute von euch und ich werde das jetzt so machen, dass ich wahrscheinlich in Zukunft YouTuber versus Zuschauer auf Discord stattfinden lasse, weil das einfach ein bisschen weniger laggt, wenn viele Leute joinen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dann klickt mal auf den Link hier, dann kommt ihr auf den Discord drauf, könnt euch registrieren, das ist im Prinzip sowas wie Teamspeak, nur es ist ein bisschen cooler, weil es halt auch im Browser geht und solche Geschichten. Kommt einfach drauf und hier werde ich dann wahrscheinlich YouTuber versus Zuschauer in den Streams auf jeden Fall machen und jetzt würde ich sagen, geht es los mit einer Runde YouTuber versus Zuschauer. Viel Spaß, Freunde. Heute gibt es eine Late-Night-Folge YouTuber versus Zuschauer. Ganz ohne Ankündigung. Sonst könnt ihr mal auf Twitter eine Ankündigung. Also wer Bock hat auf YouTuber versus Zuschauer, der sollte mal auf Twitter folgen. Dann kündige ich meistens an, dass ich jetzt 3 oder 4 Folgen aufnehme. Aber jetzt gerade werden wir es nicht tun. Denn jetzt nehmen wir einfach mal als kleine Belohnung jemanden, der gerade vielleicht auf den Teamspeak wartet. Das sind meistens so 10 Leute, die ein bisschen hoffen, dass sie zufällig drankommen. Und genauso einen nehmen wir heute. Und ich würde sagen, wir nehmen den abgekannt nichts und nicht alles. Wo ist er denn? Warte. Guten Tag. Hä? Hallo? Hi. Ach so. Was hast du denn gerade hier im Server? Ich spiele hier gerade. Dann lass uns doch zusammen spielen, oder? Ja klar. Bisschen YouTuber versus Zuschauer, hast du Bock? Als ob. Ja. Wie kommst du, dass okay. Du jetzt gerade hier wartest und heißt abgekannt nichts und nicht alles? Also ich habe auch die Leute gesehen, die sich so umgenannt haben und ja. Du dachtest, weil die anderen sich hier so umnennen, nennst du dich auch einfach mal ja. Oder was? Ja, chillig, ja, dann lass uns doch starten. Wie heißt okay. Du? Okay, Xirbel. Oh Gott. Zirbel. Du Zirbel, es gibt eine Sache, die musst du wissen. Hm? Im letzten Game haben wir um 8 Ränge gespielt, da habe ich gewonnen. Das heißt, in diesem Spiel geht es um 16 Ränge und die werden quasi verlost unter allen Leuten, die einen Kommentar schreiben, wenn du gewinnst. Okay. Wenn du verlierst, geht es aber beim nächsten Mal um 32 Ränge. Das heißt, du spielst auch für die Zuschauer und für dich spielst du um okay. Den Hero Lifetime Rang. Ja, okay, gut. Ich versuche mein Bestes, also okay. Mal gucken, ob ich eine Chance gegen dich habe. Okay, bist du ready? Ja. Oh. Los geht's, Zirbel, los geht's. Für oder gegen Gold? Ich denke mal, du bist gegen das Gold, richtig? Ja, ich bin gegen das Gold, weil sonst... Also ich kann auch nicht so gut mit Gold spielen. Dann machen wir das Gold aus, starten in die nächste Runde. Ich fasse nochmal zusammen an alle Zuschauer, wenn der Zirbel gewinnt... Oh, ich bin diese Karte. Oh, das ist cute, okay. Wenn der Zirbel gewinnt, dann werden 16 Ränge in den Kommentaren verlost an alle, die einen ihren Minecraft-Namen in die Kommentare schreiben. Wenn ich gewinne, geht's beim nächsten YouTuber versus Zuschauer um 32 Ränge. Und Zirbel kriegt den Hero-Rang, wenn er gewinnt. Wenn er verliert, wirst du aber für einen Monat gebannt. Ich denke, das ist ja, für dich okay, das oder? Ist okay. Ich gut. Hab noch... paar Server, auch wenn ich gerne auf Minecraft spiele, aber ich denke mal, ich komme. Ja, ich meine, einen Monat kann man am Ende. Ach ja. Ja. Ein Monat ist ja. Ist überhaupt ja nix, oder? Nicht. Nee. Nee, Monat ist schon ganz schön hart, muss man ehrlich sagen. Monat ist eine lange Zeit, gerade wenn man auf dem Server vielleicht auf Statistiken spielt oder so. Einige wissen ja vielleicht, dass man jetzt auch bei den Statistiken Belohnungen bekommt. Da werden bald sogar noch richtige Belohnungen eingefügt. Also man kann bald sich quasi Geld erspielen. Aber das erzähle ich alles ganz in Ruhe. Das ist jetzt nur Tratsch, Leute. Zirbel, bist du gut in Minecraft? In Bed Wars? Also ich habe es jetzt öfters gespielt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der allerbeste bin. Und hier irgendwie Platz 1 auf überall wäre. Aber ich sag mal so, ich kann es spielen. Dann verrat mir erstmal deinen Vornamen, Zirbel. Wie heißt du mit Vornamen? Yves, und das ist ein französischer Name. Meine Yves. Mutti fand französische Namen schön. Meine Schwester heißt deswegen. Welche Schule gehst du, Zirbel? Ich gehe auf die IGS. Welche Klasse bist du? Integrierte. Ich bin 7. Wie alt bist du? 13. Wie heißt du mit Nachnamen? Ah, jetzt sitze ich ja schon wieder irgendwie. Hast du gerade deinen Nachnamen wirklich gesagt? Ja. Nein! Hä? Oh, ich darf nicht so laut sein, sonst krieg ich Ärger, ja. Aber. What? Weil hier wohnen auch andere Leute im Haus, die kommen da wieder denk rüber. Ich mehr so. Was war das denn gerade? Was habe ich denn da gespielt? Ich hatte so gutes Zeug. Nein. Zwiebel. Ich nenne dich Zwiebel. Was hältst du davon? Naja. Mr. Zwiebel? Nee, das wie geht's Ihnen, Mr. Zwiebel? Wie geht's Ihnen, Zwiebel? Schön da unten? Nö. Ich hätte gerne überlebt und...
sehr schön durchs Loch gefallen gerade. Ärger dich nur, ich hoffe, du weißt es, aber... Und weißt du, das Ding ist immer bei dem 1-1-1, muss den Gegner irgendwie aus dem Konzept kriegen. Dass er sich so ein bisschen verbaut und so Geschichten noch, weißt du? Und Zwiebel, ich glaube, dich kriege ich aus dem Konzept. Nee, ich glaube nicht. Nennen die Leute in der Schule nicht auch Zwiebel? Nein, das tun sie nicht. Tun sie nicht? Ich nenne dich Zwiebel. Vielleicht kann ich das ja einführen. Sehen die Leute aus deiner Schule das Video? Ja, wahrscheinlich, denke ich mal. Okay, dann bist du ab jetzt Zwiebel. Nein. Zwiebel, die Zwiebel. Danke dafür. Nein. Und? Oh, deine Angel, das ist so klar. Ich hab immer eine Angel, mein Freund. Kommst du hoch? Tschüss! Nein! Oh, Zwiebel. Junge. Zwiebel, da warst du ganz schön schnell, du. Ja, ich versuche... Also jetzt bin ich auf First Tempo und falle natürlich runter. Ich hasse diese Map, dieses Loch da. Zum Glück hatte ich hier noch ein Schwert. Ich mag die Map auch nicht so gerne. Ich finde die auch relativ anstrengend. Ja, weil es gibt keine richtige Mitte und ich finde eine Mitte eigentlich immer ganz cool. Da kann man sich so ein bisschen saven. Weißt du, das ist so, jetzt will ich unbedingt gewinnen. Das ist so ein Anreiz für mich, diesen... Es geht auch um eine Menge, ne? Es geht für die Leute um einiges. Es geht für dich um den höchsten Rang. Hast du gerade schon einen Rang auf dem Server gerade? Nee, noch nicht. Ich habe vorhin ein paar Kisten geöffnet, versucht. Also, normale Kisten ist sehr unwahrscheinlich, dass du dann da Goldrang... Zwiebel. Ja, das heißt, du kannst alles gewinnen und auch ziemlich viel verlieren. Ja. Oh, ich will nicht gebannt werden. Ja, das Gute ist, ich habe jetzt keine Angel mehr, weil ich muss ja alles neu kaufen. Vielleicht bringt dir das einen kleinen Vorteil. Fuck. Da war eine Mauer, da konntest du mich nicht runterschlagen. Ich dachte, ich krieg dich durch die Mauer. Ich dachte, ich krieg dich durch die Mauer. Weißt du, ich warte nur auf diesen Moment, wo du dann ganz laut wieder Buh schreist. Weißt du, wie du das, ja... Es gab schon einige Zuschauer, die haben sich extrem erschreckt, aber die meisten erschreckt das nicht so. Ah, nee, das ist jetzt... Da ist es auch schlimmer, wenn man das so direkt ins Ohr schreit oder so. Oh nein. Oh Mann, nein, Zwiebel. Nein, nein. Zwiebel, war das ein Fehler? Glaube nicht. Ah, Zwiebel, Mann! Fix dich nicht so schnell, ich geb so schnell nicht auf. Freunde, schreibt alle Hashtag Zwiebel in die Kommentare. Wenn ihr den Spitznamen feiert. Oh ja, ich sehe es schon kommen. Am ersten Schultag habe ich bald wieder Schule und dann. Ja, ich integriere so einen richtigen Spitznamen. Ja. Ich finde Zwiebel aber ehrlich gesagt einen ziemlich geilen Namen. Also wenn du den Spitznamen ausruhen kannst, dann nimm lieber Zwiebel als Zwiebel. Gestompt, Brudi. Ich dachte, du läufst jetzt durch. Ich hol dein Bett, du holst dein Bett. Ich hab gar nicht sowas. Also, den Bettentausch finde ich gar nicht so schlecht, aber ich möchte ein bisschen mittiger stehen. Keine Lust, dass du runterspringst oder so einen Quatsch machst. Oh, ich kauf mir erstmal Spinnenweben, ganz ehrlich. Ja, ich kauf auch gerade erstmal eben ein bisschen was ein, weißt du? Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und da ist es. Nein, und was? Da ist das Bett. Zwiebel, komm her, Zwiebel. Nein! Raus mit dir! Oh, das war ein gutes Spiel. Das war trotzdem ein. Ich würde sagen, ein ganz, ganz gutes Spiel. Am Ende ist es. Doch, es ist schlimm, du bist gebannt, ne? Stimmt. Ah. Ja. Ich wollte schon sagen, es ist gar nicht so schlimm für dich, aber du bist ja gebannt. Denn für die Zuschauer heißt es, dass ihr zwar jetzt nicht 16 Ränge gewinnen könnt, aber beim nächsten Mal, wenn ich verliere, 32, sonst geht es um 64, dann um 128 und so weiter. Das heißt, es hat auch irgendwie. Das Warten hat auch seinen Vorteil, Leute. Zirbel. Ich muss dich bannen. Kannst du noch vielleicht kurz meinen Kanal vielleicht mal... Oh, du hast einen Channel? Ja, der heißt auch Xorbel. Ja, hau raus. Einfach Zirbel, wie ich das jetzt hier schreibe. Ja, genau, wie da. Freunde, wir machen das so. Wenn ihr Bock habt, dann geht es auf den ersten Link in der Beschreibung. Da ist der Kanal vom Zirbel und ihr könnt ihn nochmal supporten durch ein Abo oder ein Like oder einfach einen coolen Kommentar. Genauso könnt ihr das bei meinem Video machen. Ihr könnt einfach mal einen Daumen nach oben geben oder einen coolen Kommentar schreiben. Das würde mich sehr freuen und supportet auch immer die YouTuber ziemlich. Habt jetzt einen sehr schönen Tag. Haut rein und tschüss.